Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute geht's weiter mit dem zweitmeist gehyptesten Deck, das durch die neue Box, die Tekion Mini-Box, erschienen ist, beziehungsweise nicht erschienen ist, aber neuen Support bekommen hat. Und zwar Shira Nui. Und wenn ihr Shira Nui mögt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und supporten. Und falls ihr mal Bock habt, physische Karten zu bestellen, macht das doch bei Gate to the Games. Link in der Beschreibung und mit dem Code REGI gibt es sogar 5% Rabatt und ihr unterstützt mich in Zukunft und supportet weiterhin Openings, ja? Wie das Video, was heute wahrscheinlich kommt oder gekommen ist. Dankeschön. Also, Shira Nui, Leute, hat eigentlich gar nicht so super, super viel bekommen. Das Wichtigste ist jedoch der Skill. Das heißt, man kann Shira Nui endlich mit einem, ja, Archetype-spezifischen Skill spielen, was ja so seit einem Jahr ungefähr der Way to go ist, wie man Duel Links Decks supportet, und zwar mit Skills. Und das ist, wie ich finde, eine gute Herangehensweise, weil das macht Duel Links besonders und auch Duel Links aus. Und zwar ist der Skill Shira Nui Stil Nachfolger. Zu Beginn des Duells und falls du 10 oder mehr Monster vom Typ Zombie in deinem Deck hast, füge deinem Extra-Deck von außerhalb deines Decks 4 Shira Nui Monster mit unterschiedlichen Namen hinzu und lege ein Shira Nui Spektralschwert von oder auf deinen Friedhof. So, das ist ähnlich wie der Mayakashi-Skill, das heißt, wir kriegen jetzt diese 4 Synchro-Karten und müssen sie nicht in unserem Main-Deck spielen, direkt in unser Extra-Deck dazu. Und wir kriegen ein Spektralschwert ebenfalls direkt in unseren Friedhof, was ziemlich, ziemlich stark ist. Denn, das muss man jetzt bedenken, das Spektralschwert ist mit seinem Grave-Effekt in der Runde, wo man den Skill aktiviert hat, nutzbar. Beziehungsweise gleich zu Beginn des Duells. Man hat also nicht diese eine Runde, wo Spektralschwert im Friedhof liegen muss. Nein, Spektralschwert kann direkt genutzt werden. Und das ist ein ziemlich krasses Setup für dieses Deck. Wir können während dieses Duells nur Monster mit Stufen als Spezialbeschwörung beschwören, mit Ausnahme von Feuermonstern von Typ Zombie. Das heißt also, Zombie-Link-Monster sind in dem Fall beispielsweise okay. Und wir können einmal während dieses Duells jeden der folgenden Effekte nutzen. Wir können ein Monster der Stufe 4 von unserer Hand auf den Friedhof legen und fügen unserer Hand eine Shira Nui-Karte von unserem Deck hinzu. Draw sends Shira Nui Knappen in dem Fall, unser bestmöglicher Starter. Richtig, richtig gut. Oder wir legen alle Synchro- und Link-Monster von unserem Extra-Deck zurück. Oder zurück in unser Extra-Deck, die verbannt sind oder sich in unserem Friedhof befinden. Einschließlich 2 oder mehr Synchro-Monster. Dann verbannen wir 2 Feuermonster vom Typ Zombie mit unterschiedlichen Stufen aus unserem Extra-Deck. Also theoretisch Kartenrecycling für unser Extra-Deck. Also eigentlich fast 1 zu 1 der Mayakashi-Skill. Und die Liste, die wir spielen, sieht wie folgt aus. Wir haben halt die altbekannten Karten jetzt in dieser Liste drin. Knappin zum Beispiel, die, wenn sie normal beschworen wird, ein Shira Nui Spektralschwert von unserem Deck beschwören kann, was ziemlich, ziemlich cool ist. In dem Fall beispielsweise Schatten. Wir spielen 2x Schatten und nicht den 2-Sterne-Spektralschwert, die 2-Sterne-Spektralschwertkarte, die ja aber unseren Skill so ohnehin auf unseren Friedhof kommt. Dazu noch 3x Solitär. Wie gesagt, Solitär kann selber ein Monster vom Typ Zombie Attribut anbieten, um Empfänger aus dem Deck spezial zu beschwören. Und wenn der Solitär verbannt wird, kann er eine unserer verbannten Shira Nui-Karten von unserem Verbannungsstapel wieder auf die Hand geben, was ziemlich, ziemlich nice ist. Und ja, wir haben Seelenmeister, mit dem kann man halt theoretisch Lethal-Setups machen, ne, wenn der verbannt wird. Wie gesagt, der Pop ist ganz cool. Samurai kann halt nervige Karten vom Spielfeld entfernen. Wir haben Mizuki, der sich selbst vom Friedhof verbannen kann, um ein Zombie-Monster im Friedhof spezial zu beschwören. Heißt in dem Fall zum Beispiel auch theoretisch irgendwelche Link-Monster oder Synchro-Monster, die halt regulär schon beschworen worden sind. Didi-Krähe ist die Top-Staple-Karte in der aktuellen Meta, was Handtraps angeht. Wir haben Gold-Sarkophag, der in Duel Links auf 2 ist, was ich gar nicht so recht auf dem Schirm habe. Hatte. 2x Buch des Mondes, 2x mystischer Raumtaifun. Wir haben, wie gesagt, Spektralschwert Schatten. Kann sich selber als Tribut anbieten vom Spielfeld, um 2 verbannte Shira Nui-Karten in Verteidigungsposition aus Spielfeld zu holen. Also auch hier wieder solides Setup oder solide Setup-Möglichkeit. Wir spielen Geist trifft Mädchen, eine Karte, die ich selber tatsächlich noch nie in dem Deck gespielt habe. Eine Quickplay-Zauberkarte, die, falls unser Gegner ein Monster kontrolliert, es uns möglich macht, eine Karte abzuschmeißen, ein Zombie-Monster von unserer Hand und dann ein Shira Nui-Monster mit einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von unserem Deck oder unserem Friedhof zu beschwören. Ja, heißt also auch hier wieder solides Setup theoretisch und gibt uns die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal um Backrow rumzuspielen. Ja, Quickplay-Zauberkarten sind da ja eigentlich wie geeignet dafür. Und
Shiranui Steel Samsara. Ebenfalls eine Fallenkarte, die schon länger in Duel Links ist, aber ich habe sie noch nie gespielt, geschweige denn gesehen. Der Name dieser Karte wird zu Shiranui Style Synthese. Okay, da sehen wir eine Synergie beispielsweise mit Solitär. Und wir können einmal pro Spielzug einen dieser Effekte verwenden. Wir können ein offenes Monster vom Typ Zombie, das wir kontrollieren, verbannen, kriegen dadurch dann keinen Schaden. Oder wir wählen zwei unserer verbannten Monster vom Typ Zombie, mischen die beiden ins Deck und ziehen dann eine Karte. Also theoretisch ist das eigentlich nur Resource Recycling. Und das macht Shiranui eigentlich ganz gut. Wir können hier das Control Game spielen, aber wir können auch aus nichts tatsächlich mit unserem Zanzaga beispielsweise die OTKs beschwören. Jo, was wir noch nicht thematisiert haben, ist die Link-Karte. Ja, Link 3, zwei Monster von Typ Zombie. Synchro-Monster, die wir kontrollieren, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ist halt hier und da mal ganz praktisch. Und Feuermonster, die wir kontrollieren, können nicht durch Kampf zerstört werden. Ebenfalls praktisch. Während dieses Spielzugs, beziehungsweise während des Spielzugs des Gegners, können wir als Schnelleffekt eins unserer verbannten Zombie-Synchromonster wählen und beschwören es als Spezialbeschwörung in eine Zone, auf die diese Karte zeigt. Also wirklich viele Optionen, die uns dieses Deck gibt. Ich bin da gespannt, wie es sich spielen lässt. Ich habe mir schon sagen lassen, man hat mit dieser Liste von Shiranui so unglaublich viele Möglichkeiten und wenn man sich die Zeit nimmt und die Zeit investiert in dieses Deck, kann dieses Deck definitiv mit eines der besseren Decks aktuell im Format sein. Es ist wahrscheinlich eins der besseren Decks, aber es benötigt halt so ein bisschen Know-how. Was mache ich in welcher Situation und ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Was ich heute noch gar nicht thematisiert habe, ist, Leute, es gibt gerade oder seit heute die Anniversary Box. 250 Packs schwer, dafür kein Limit. Sehr, sehr viele coole Reprints. Viele Alternative Arts, also für Leute, die da nochmal ein bisschen extra Geld übrig haben, ganz cool. Und jeder von euch kriegt 10 Pulls for free. Also wenn ihr noch nicht in den Shop reingeschaut habt, seht zu, dass ihr es macht. Es lohnt sich. Und ich kann da eigentlich nur zu sagen, dass man da eventuell, ja, mal schauen sollte, dass man hier und da vielleicht mal, ja, guckt, dass man diese 10 Packs öffnet, weil ich habe zum Beispiel geschafft, dass ich die einzige Karte, die ich wollte und die mir noch gefehlt hat, gesniped habe. Ich habe nämlich das, die S-Kraft Field Spell. Ich habe diese bekommen. Und da habe ich mich total drüber gefreut, weil ich die S-Kraft Field Spell, die hat mir noch gefehlt. Die hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Ich habe sie einmal gehabt. Jetzt habe ich sie zum zweiten Mal bekommen. Und jetzt gibt es noch ein Dream Ticket. Das heißt, ich hole mir meine dritte Gruppe über das Dream Ticket. Und dann können wir theoretisch S-Kraft spielen. Und das ist doch auch etwas, was eigentlich ganz nett ist. Also ich zumindest freue mich darüber. So, ich habe mir jetzt aber auch sagen lassen, dass das Deck, was mein Gegner spielt, eigentlich gar nicht so angenehm zu spielen ist für mich, ja. Ja, das ist so ein Deck, das kann knifflig sein. Tekion, vor allen Dingen, wenn sie anfangen. Aber pass auf, wir haben viel Auswahl. Wir fangen mal an mit dem Goldsarkophag. Wir aktivieren den Goldsarkophag, mal gucken, was unser Gegner hier macht. Aktuell noch nix. Dann könnten wir doch theoretisch den Seelenmeister direkt verbannen. Seinen Effekt aktivieren, um den Techie und Drachen zu snipen. Hat er die Handtrap? Er hat die Handtrap. So. Okay, aber dann ist zumindest die Handtrap raus und kann mich jetzt erstmal beim Setup nicht stören. So. Stattdessen könnte ich jetzt beispielsweise Shiranui-Stil Nachfolge annutzen. Mitsuki würde ich behalten. Ich könnte Solitär erstmal auf den Friedhof schmeißen. Für Knappin, weil mit Solitär haben wir halt immer noch super viele Möglichkeiten. Auch aus dem Grave heraus, vor allen Dingen, wenn er verbannt ist. Wir aktivieren den Effekt von Knappin. Gegner interrupted noch nicht. Ich weiß halt nicht, was das ist. Oder was das sein könnte, was mein Gegner da hat. Das entschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. So, dann geht es jetzt erstmal in Knappensaga, hätte ich gesagt. Knappensaga ist ja ganz cool. So, Knappensaga it is. Wie war das jetzt? Ich muss
Ich kann hier einen Effekt nutzen. Wenn ich sie selber verbanne. Dann wende nach. Ich kann theoretisch zwei Karten auf dem Field poppen. So. Ja, wir zerstören erstmal eine Backrow-Karte. Ah, es war nur MST. Ja, das ist natürlich doof. Aber wir können den Tachyon-Drachen auch zumindest loswerden. So, dann ist der Tachyon-Drache weg. Und wir haben immer noch super viele Möglichkeiten. So, jetzt kann ich mit Spektralschwert noch mehr machen. Oder ich aktiviere Geist trifft Mädchen, um Mezuki in den Friedhof zu bekommen. Das geht natürlich auch. So, Mezuki in den Friedhof. Könnte sein, dass das wieder MST ist, weil der Gegner hat noch nicht interrupted. Das ist ein bisschen verdächtig. Also leicht verdächtig. So, wir könnten nochmal Schatten beschwören. Weil Schatten kann ja jetzt nochmal... Wait a minute. Dann machen wir das erstmal wie folgt. Ach, verdammt, jetzt fehlt so ein bisschen... Fehlt der Platz? Nee, warte mal. Einmal, zweimal. Und dann beschwören wir den Verdammniskaiserdrachen. Wir beschwören ihn in den Slot, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Dann aktiviert sich Solitärs Effekt. Solitär kann nochmal den Seelenmeister holen. So. Dann können wir Schatten verbannen. Wir holen Solitär aus Feld und Spektralschwert. Oh, Leute. Place, place, place. Let's go. Können jetzt hier in Sansaga gehen. Einmal, zweimal, dreimal. Hab dann aber nur einen Pop. Das ist jetzt natürlich blöd. So. Wir aktivieren seinen Effekt. Wir mischen Knappensaga wieder rein. Wir zerstören eine Karte. Ich würde sagen, komm. Wir könnten jetzt noch mit Mezuki nochmal ebenfalls was beschwören. Aber ich lasse es mal bleiben. Oder? Ja, ich lasse es mal bleiben. Wir greifen jetzt einfach so an. Weil meine Vermutung ist, dass das eine zweite MST ist. Wenn das nämlich was anderes gewesen wäre, hätte mein Gegner diese Karte schon längst aktiviert. Hat er aber in dem Fall nicht. Von daher, GG. Nehmen wir mit. Und Alter, ihr seht jetzt, also dieser Zug hat kein Ende genommen. Ich hatte so viele Möglichkeiten und ich hätte ja immer noch mehr machen können, ja? Was ist das denn? Grüne Kette erhalten. Spiele PvP, um Belohnung zu erhalten. Das Band der Duellanten. Okay. Da muss ich gleich mal Recherche betreiben, was das ist. Aber ja, wie dem auch sei. Wir hätten ja noch mehr machen können. Wir hätten noch Mezuki im Grave. Wir hätten mit Mezuki noch was machen können. Wir hatten noch so unglaublich viel am Start. Das ist Wahnsinn. So, was macht der? The Bond of Duelist. Was macht das? Aha. Magier, Versprechen und Einheit. Das ist jetzt wegen diesem aktuellen Event, aber... Huh? Merkwürdig. Egal, wir spielen jetzt einfach mal regulär. So. Liebe Leute, es läuft doch eigentlich ganz gut. Und Wie immer würde ich sagen, es war nicht ganz perfekt gespielt, das Deck. Ich meine, die kleinen Know-hows zu Shiranui, die kenne ich natürlich, was man da beachten muss. Aber gerade jetzt mit so einer komplizierteren Liste, mit so vielen Möglichkeiten, dann wirst du wahrscheinlich ganz schwer den richtigen Skill halt immer finden. Das ist total schwierig. Und ich weiß auch gar nicht, was zum Beispiel der Turn 1 ist. Ich meine, was würde ich hier zum Beispiel im Turn 1 beschwören? Ist es Überlegenheit? Ist es Überlegenheit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die Didi-Kriege ist ganz cool. Da freue ich mich drüber. So, wir können hier wieder unsere Squire-Action droppen. Was ist unser Turn 1? Was ist hier unser Turn 1, Ragor? Ah, ich überlege gerade, Leute. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Oh, Effektwähler. Effektwähler. Ah, das ist Effektwähler.
Das ist definitiv Effekt Veiler. Auch bekannt als der Effekt Verschleierer. So, Geistriff-Mädchen ist irgendwie nicht so gut spielbar gerade. Aber selbst wenn jetzt ein Veiler kommen sollte, wir haben immer noch Solitär mit Spektralschwert. Wir können entsprechend immer noch so ein bisschen was machen. Genau, da ist der Effekt Veiler. Ist halt trotzdem blöd, weil das Setup hätte ich mir eigentlich gerne mitgenommen. So, egal. So, Solitär mit Spektralschwert kann hier erstmal genutzt werden, um unser Stufe 6 Monster zu holen. In dem Fall wahrscheinlich einfach Samurai-Sage. Platzieren ihn mal in den Slot. Dann können wir nämlich Solitärseffekt nutzen. Spektralschwert kommt dann wieder aufs Feld. Und ich könnte jetzt... Überlegenheit ist es gerade nicht. Was ist es? Ist das der Vampire Sucker? Ich finde den Vampire Sucker gar nicht so bad hier. Weil wenn es Blue Eyes ist, können wir damit zum Beispiel den Stein oder so wieder aufs Feld holen. Oder irgendeinen Blue Eyes, den wir nicht auf dem Feld haben wollen. So. Hätte ich jetzt gesagt. Können dann Buch des Mondes einmal setzen. Und Geisttrittmädchen haben die DD-Krähe zum Beispiel, wenn der Gegner hier mit Wiedergeburt irgendwas machen möchte. Ist halt blöd, wenn jetzt ein regulärer Blue Eyes kommt. Ja, aber was willst du machen? Ja, man kann nicht gegen alles tatsächlich eine Antwort haben. Und Blue Eyes ist halt so ein stumpfes Deck. Ja, damals wäre es nicht so ein großes Problem gewesen gegen Blue Eyes. Aber ja, so, blauäugiger Massivdrache, Abgrunddrache und Wiedergeburt, alles klar. Wie gesagt, DD-Krähe ist hier natürlich richtig, richtig gut. Erst kommt der reguläre Blue Eyes, das ist fein. Heißt also, die Chancen auf einen Alternativdrachen sinken. So, dann können wir nämlich hier unsere DD-Krähe einmal nutzen. Bumm. Und Battleface. Irgendwie bin ich nicht so ein Fan von dem Vampirbeschwörerin-Play. Irgendwie war das nicht so gut. Nee. Das hätte man vielleicht anders machen können. So, Gegner greift hier an. Ich lasse mal Buch des Mondes tatsächlich außen vor, weil dann geht der ins Grave. Weil dann können wir ihn als Synchromaterial nutzen. Big Brain, weil sonst hätte ich nur einen Sechser gehabt und wäre von meinem Topdeck abhängig und das... Wollte ich jetzt nicht unbedingt, weil jetzt können wir zum Beispiel Spektralschwert nutzen. Ich könnte auch sie verbannen und ziehen auch eine Karte, aber das... Nee, machen wir nicht. Wir gehen in Samurai-Sage. Und beschwören dann Shogun-Sage. Dann kann Shogun-Sage nämlich den Effekt nutzen. Knappen wird dann trotzdem verbannt. So, Samurai-Sage aktiviert auch nochmal seinen Effekt. Boom. Heißt also, genau, wir ziehen eine Karte, schmeißen eine ab. Ist hoffentlich eine gute Karte, die Krähe. Krähe oder MST? Dann bin ich eher bei Krähe, wenn ich ehrlich bin. Ja, und so viel Auswahl haben wir halt wieder nicht. So viel Auswahl haben wir halt wieder nicht. Überlegenheit wäre ganz cool hier, mit der Mainphase 2 zumindest, aber wir haben keine Mainphase 2. Dann hätte ich nämlich Samurai-Sage nochmal holen können. Lethal haben wir nicht. Yuki Onna bringt hier eigentlich auch herzhaft wenig. Nope. Dann geht's einfach in die Battleface. Wir haben ganz knapp kein Lethal, ja. Jetzt fehlen 400 Damage. Mit der Mainphase 2 wäre das kein Problem. Aber haben wir leider nicht. Von daher lassen wir das mal außen vor. Und mir fehlt jetzt in der Situation, mir fehlen die Ressourcen. Ja, ganz klar. Also wenn der Gegner jetzt hier noch irgendwie drüber steigen sollte, habe ich ein Problem. Aber ich habe eine Krähe. Mit der Krähe kann ich zumindest ein bisschen was machen. Und ich habe Buch des Mondes noch. Ja. Geist trifft Mädchen ist fairly weak. Macht wirklich relativ wenig. Und und er hittet Buch des Mondes. Ja, das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich wirklich ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Das ist wiederum in Ordnung. Battleface, Pass, Top-Notch. Ja, nichts zu verlieren. Wunderbar. Und wir kriegen den regulären Mizuki.
Ja, cool. Pass auf, dann können wir nämlich jetzt den Mizuki direkt abschmeißen. Für Geistmädchen trifft Mädchen. Geistmädchen trifft Mädchen. Geist trifft Mädchen. Können uns einen Schatten holen. Schatten kann sich dann selber verbannen. Um halt wieder Spektralschwert aus Feld zu bekommen. Plus Solitär. Einmal, zweimal. Dann kann Solitär theoretisch... Nee. Von hier aus würde ich wahrscheinlich einfach... Wir haben viele Möglichkeiten. Von hier aus können wir zum Beispiel in Shogun-Saga gehen. Warum kann ich nicht in den Doom-Kaiser-Dragon gehen, merke ich gerade. Wahrscheinlich, weil ich gelockt bin, ne? Wait, der braucht einen... Ach, das ist nur aus dem Friedhof heraus. Du kannst nur aus dem Friedhof heraus in den gehen, weil er den solchen verbreitenden Zombie benötigt. Das war's. Aber ja, wir könnten jetzt hier beispielsweise in Überlegenheit gehen, ne? Wir hauen sie für zwei Materialien weg, dann geht der ins Grave. Du kommst aufs Feld, Überlegenheit. Ja, könnte mal seinen Effekt nutzen. Na? Wird zwar negiert, aber dann haben wir hier nochmal einen Platz, wo wir dann halt was beschwören können. Wir können hier nochmal Mizuki droppen. Mizuki holt dann die Saugerin aus Feld. Das war jetzt zum Beispiel unnötig. Aber hey, passt trotzdem. Ja, passt trotzdem. Hier geht's in die Battle Phase. Überlegenheit greift hier einmal an. Wird wahrscheinlich ein Stein sein. Genau. Und einmal hier direkt ein Angriff. Jo, Leute. Interessant. Und wie gesagt, es war wieder... Du hast so unglaublich viele Möglichkeiten, was du machen kannst, ja? Man hat so viele Outs, man hat so viele Plays. Und das war nicht mal eine super Starthand. Hat man jetzt hier gerade wunderbar gesehen. Und es ging gegen Blue Eyes. Aber... Trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ja, trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und was ist das? Bond of Duelists, okay. Das Band der Duellanten erhalten. Ja, freut mich. Ich glaube, wenn ich jetzt noch zwei weitere Siege hole, ist das Event auch schon vorbei, glaube ich. Da kriege ich nämlich irgendwie diese Promokarte, glaube ich. Aber ja. Shiranui, wie man hier wunderbar gesehen hat, ein cooler Arc-Type. Definitiv ein cooler Arc-Type. Hat, glaube ich, im TCG noch nie was gerissen. Habe ich mir sagen lassen. Von Leuten, die Casual Master Duel Enjoyer sind. Aber das Deck hier, ja? Das ist wirklich gut. So. Wie soll's auch anders sein? Ein weiteres Spiel gegen... Okay. Okay, Leute. Ja. Ich sag mal so viel. Die beiden, die die kriegen, können mir das Game gewinnen, ja? Die können mir theoretisch das Game gewinnen, ja? Wir müssen die kriegen halt nur effizient und gut nutzen. Aber die Hand ist wahrlich nicht gut. So, wahrer Sonnengott ist okay. Schauen wir mal, Millenniums Enthüllung. So, und sobald der Ra jetzt verbannt wird, es gibt halt nur zweimal Ra, ne? Ja, alles gut, alles gut. Wiedergeburt und wir machen das einfach aus Wiedergeburt-Target. Millenniumsenthüllung wird aktiviert, ist fein. Wiedergeburt kommt, Wiedergeburt wird den Ra auswählen, aber... der Ra wird verbannt. Und wenn wir das jetzt auf beide Ras machen, mit beiden, die kreieren... Hat der Gegner gar keine Win-Condition mehr. Alright. Alright, Leute. Das war die 1, Mizuki. Also wir setzen Buch des Mondes. Wir setzen Samsara. Und mein Skill ist live. Das ist ja auch das Coole. Ich brauche nicht mal Shiranui-Monster. Ich kann das mit einem Mizuki machen. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Ne? Kann jetzt also die Knappin einmal holen. Knappin kann ihren Effekt nutzen und holt mir Spektralschwert aus Feld. Und dann könnte ich mit den linken, ne? Ich habe da viele Möglichkeiten in der Theorie. Oder? Knappin kann halt die Backrow zerstören. Es muss eine Karte vom Feld sein, ne? Du kannst einen auf das Monster verbannen, das du kontrollierst oder das sich in deinem Friedhof befindet. Ja, dann lass uns auch auf die Knappin gehen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Na, da kann ich nämlich die Knappin hier einmal so gönnen. Boom.
vorher gönnen wir uns das Spektralschwert einmal. Wir verbannen Knappin. Und wir gucken mal, dass wir wahrscheinlich einfach Lethal bekommen, gell? Ja, dann kann ich eine Karte ziehen. Bumm. Muss eine Karte abschmeißen. Oh. Oh. Ja, aber die Krähe brauche ich. Die Krähe ist meine Siegkondition. Na, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hätte ich ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber ich habe jetzt hier keinen Platz gerade. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Naja, egal. Knappin kann jetzt den Effekt aktivieren. Ich weiß nicht, wie das mit dem... Oh! Ach, warte, warte. Das funktioniert gar nicht. Ich muss... Na, genau. 300 Attack plus eine Karte poppen. In dem Fall Sonnengott. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Effekt immer noch live ist, dass spezialbeschworene Monster nicht angreifen können. Ist in dem Fall nicht der Fall. Das heißt also, wir greifen mit Knappensage an. Die kriege zum Ersten. Ist okay. Und wahrscheinlich die kriege zum Zweiten. Wir werden... Nee, noch nicht. Wir werden uns die Kree aufbewahren. Wir haben Shiranui Steel Samsara. Mit Shiranui Steel Samsara können wir actually Karten recyceln, was ziemlich cool ist. Ja, wir aktivieren Samsaras Effekt. Wir aktivieren direkt den Effekt, dass wir Karten zurück ins Deck mischen. Ich würde in dem Fall sagen... Schatten und... Knappin. So, ziehe eine Karte. Haben den Schatten jetzt direkt wiedergezogen. Ja, und eigentlich haben wir jetzt hier nichts zu verlieren. Na, wir haben in dem Matchup die totale Kontrolle. Ne? Wir können jetzt hier weiter ganz normal spielen. Einmal angreifen. So, Kite-Droid aus dem Grave ist in Ordnung. Er hat einen zweiten Kite-Droid auf der Hand. Gehe ich zumindest mal fest von aus. Genau, ist in Ordnung. Aber wir haben halt nichts zu verlieren. Ja, wir haben nichts zu verlieren. Wir können hier das langsame Gameplay, wir können unsere Ressourcen uns noch aufbewahren. Ich hätte jetzt natürlich mit Goldsarkophag noch ein bisschen was machen können. Ich hätte mit Schatten noch was machen können, aber wozu? Ja, wozu, Leute? Ja, wozu? Millenniumsenthüllung ist okay. Wird dem Gegner jetzt hier auch herzhaft wenig bringen. Jo, ist fein. Und der Gegner gibt auf. GG. Und selbst wenn ihr jetzt noch irgendwas gemacht hättet mit Wiedergeburt etc., ja? Die Krähe auf den zweiten Ra. Es gibt nur zwei Ras und wenn die beide verbannt sind, macht das Deck vom Gegner gar nichts. In dem Sinne, GG, well played. Und Shiranui, ihr seht's, 3:0 heute. Ja, 3:0 oder sogar 4:0. Ich glaube 3:0. Hammer nice. Hammer nice, hat wunderbar funktioniert. Richtig nice Showcase. Hätte natürlich besser sein können von den Plays her, weiß ich immer. Ja, es gibt immer Leute auch da, die kritisieren meine Plays. Ne? Die sagen, ja, kannst dich mit dem Deck nicht einspielen und alles. Aber ich habe euch schon mal was dazu gesagt. Ja, mir fehlt da die Zeit für tatsächlich, teils auch die Motivation, ne? Weil wenn man wenig Zeit hat und das eigentlich ungern in irgendwas reinstecken möchte, was auch ansonsten ja ohne läuft, läuft ja auch ohne, wie man sieht, ja, ist das nochmal was anderes. Und meistens lerne ich mehr dadurch, dass ich zum Beispiel ein Deck einfach erstmal spiele. Ne? Und ich finde auch diesen Lernprozess dahinter eigentlich ganz interessant, dass man da sehr, sehr, sehr viel dann zu beachten hat. Also gerade on-stream funktioniert es eigentlich besser, merke ich, so on-stream. Ja, da kann man sowas besser eigentlich nachvollziehen als Zuschauer. In Videos ist es immer merkwürdig. Vielleicht liegt es auch an Yu-Gi-Oh! Und den ganzen Elitisten da draußen. Ich weiß es nicht. Aber es macht mir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß. Shiranui, Top-Tier-Deck, wirklich. Absolutes Top-Tier-Deck. Ihr könnt eure alten Shiranui-Karten ausgraben, geht in die neue Mini-Box und habt ein Top-Tier-Deck in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao, euer Rigi.